Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ottilien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich zur Meditation mit Klangschallen. Ich lade euch ein, selbst ganz da zu sein, in Gegenwart Gottes. Er führt uns zur Ruhe. Ich wünsche euch Ruhe und inneren Frieden mit der heutigen Meditation. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir sitzen aufrecht, ruhig, bewusst und offen für alles. Wer will, kann die Augen schließen. Ein Klangschall klingt. Wir hören zu. Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschalle oder beim Zuhören? Lauschen macht still. Das ist heilsam. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein. Und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren.
Ich trage ein Gedicht von Max Feigenwinter vor. Ich will, dass du bist, was du lässlich sein kannst. Vergiss alles, leg alles ab, was du lernen musstest, obwohl es dir nicht entsprach, was du machen musstest, obwohl es dir zuwider war, was du glauben musstest, obwohl du es nicht glauben konntest, was du annehmen musstest, obwohl es nicht passte, was du ertragen musstest, obwohl es deine Kräften überstieg, was auch dir eine andere machte, als du wirklich bist. Sei du selbst, lebe dein Leben. Ich atme ein, dass ich einatme. Ich atme aus, dass ich ausatme. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir leben in Gottes Gegenwart und legen alles in seine Hände. Gott, du in mir und ich in dir. Du in mir und ich in dir.
lebe, lache, liebe, Gottes Segen und bleibt gesund.